immer noch so schwergängig. Ja, ja, ist ein bisschen besser, aber kannst du mal schauen. Ja, immer noch. Ja, das, aber nicht, das sehe ich nicht das Problem, sondern wenn du in den vierten, den triffst du dann komischerweise nicht immer genau. Weil das so schwer geht jetzt, oder? Ja, da bin ich am. Ja, das habe ich mal gemerkt, ein, zwei Mal, dass du da. Los. Das soll nicht. Das. Das. Ein paar Sekunden zu spät, aber wer weiß. Ja. Wobei, wer weiß, ja, was genau, jetzt auf der Strecke genau, ist. Nachher stehen wir an der Strecke. Wer weiß, wofür die Uhr ist. Ja. Wie viel Luft hier diese eins, diese rechts, so, da halte ich normale Gas und komme dann aber, sagen wir, wenn ich so mit 150 oder 145 laut Tacho fahre, komme ich immer schon ganz nah an den Ratterstein. Da hatte ich jetzt bestimmt noch einen Meter Platz. Und ich glaube, du warst genauso schnell. Ja, ja. Also, von der also du bist genauso schnell von der Kurvengeschwindigkeit, hast aber noch mehr Luft. Also du bist weit unter dem Limit und deswegen ist es genauso sicher. Ja. Es ist halt die Frage, wenn du dich nachher am Limit rantastest, ob wir da so eine Zwischenstufe gehen. Mhm. Also das Auto, das kann das jetzt, aber es ist die Frage, ob der Fahrer halt umsetzen kann. Ja, und ob du dabei Spaß hast. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ich meine, es muss ja immer noch Spaß machen, wenn du das Auto mit, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jede Sekunde könnte was passieren. Ich weiß, das ist zwar so eine Irmgard, ich weiß, das ist zwar super schnell, das Auto, aber ich kann es einfach nicht umsetzen. Es macht mir keinen Spaß, an dem Limit zu sein. Mhm. Können wir das Auto so eine Zwischenstufe nehmen und sagen, okay, wir nehmen nochmal ein bisschen Glück raus, dann ist das immer noch schneller. Dann hast du immer noch weniger Untersteuern, aber immer hast ein stabiles Heck noch dabei. Ja, ich glaube, bei mir ist das so. Ich habe, oder ich sage jetzt mal, ich muss jetzt dazu sagen, ich bin ja auch nicht auf kein anderes Setup auf dem Auto gefahren. Ja. So. Und ich sage jetzt mal so, was ich sehe und wie ich gefahren bin und so, habe ich eigentlich gedacht, das ist gut. Ja, so, genau. Und da ist ja noch, was ich jetzt meine. Du weißt halt nicht, was noch gehen könnte. Genau, genau. So. Und wenn ich sehe, was ich jetzt. Wo ich ja eigentlich noch langsamer oder was langsamer gefahren bin, aber in gewissen Kurven, auch hier Grand Prix-Kurs und so, oder jetzt in der Rechts, habe ich auch hier oben zum Schwenkkreuz runter. Ja. Wie viel Platz ich da noch. Und wie schnell du eigentlich beispielsweise Adenauer fährst, bist du schon schnell reingefahren? Ja. Die Kurvengeschwindigkeit war nicht langsamer. Nein. Habe ich schon gesagt, da glaube ich, brauche ich gar nicht mehr. Ich bremse dann immer nur ganz kurz an. Ja. Aber ich glaube, mit der Haftung brauche ich da gar nicht bremsen. Ja. Okay, also man muss halt, glaube ich, konzentrierter sein mit dem Grip vorne, weil man, wenn man lenkt, tut sich jetzt auch was und er federt nicht nur ein. Ja. Weil ich glaube, man gewöhnt sich dran und dann ist es schneller und sicherer, weil du nicht mehr so leicht am Limit bist. Ja. Ja. Und ich habe ja auch Zeit, weißt du nicht, jetzt darauf langsam anzutasten, einzuschießen. Ja. Und
traut mich nicht nur zu hören, ich merke es auch. Also ich bin ehrlich, ich hatte ein bisschen Angst, dass du einfach sagst, naja, ist besser, ich spiele einen Unterschied. Und dass du mir zuliebe machst, aber ich glaube, ich spüre jetzt ja selbst von Beifahrerseite aus, dass da schon ein großer Unterschied da ist. Das würde ich aus dem Grund nicht machen, weil da wäre dir ja auch nicht mitgeholfen. Nee, da war ich nämlich in Zukunft nicht.